Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof mit dem Herrn Gumbich, Hans Gumbich. Der ist irgendwo auf seinem Hof unterwegs. Der wollte mir ja in der letzten Folge noch mehr Arbeit zum Wiesenmähen eindrücken. Da habe ich gedacht, ich muss mal ganz schnell los. So, in der Zwischenzeit hat natürlich auch mein Chef mal angerufen. Der geht mir ja richtig auf den Geist. Es war noch okay, aber jetzt bin ich kaum mal eine Woche weg oder ein paar Tage weg. Da will der schon, dass ich wieder zurückkomme und wieder arbeiten gehe. Ich habe Urlaub. Da geht erstmal nichts dran vorbei. Und wenn der mich weiter nervt, dann habe ich gar keinen Bock mehr auf die Arbeit. Dann bin ich im Feld gelandet. Hä, was ist denn jetzt los? Da ist schon wieder Sackgasse. Kann ja nicht sein. Du gibst hier keine Gräben, ey. So, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Oh, was ist denn hier? Da gibt es auch noch einen Bauern. Ist aber auch so ein Milchbau, oder? Dann gehe ich doch gleich mal gucken. Und der hat aber ein neueres Haus. Ja, das ist. Oh, guck mal, da steht sogar so ein Milchapparat. Komm ich da rein? Und ich komme nicht der Besitzer, ey. Das ist so ein automatisches Milchdingens. Milchapparat. Melkdingens. Ja, oh ja. Da muss ich doch mal den Gumbi was fragen. Da fahre ich jetzt mal wieder hin. Warte mal, kann ich da vorne rausfahren? Ja, da ist eine Zufahrt. Wo es die Frage ist, wie komme ich da jetzt hin? Ich kenne mich hier doch gar nicht aus, ey. Ah, Tankstelle? Tankstelle kenne ich. Aber ist es die gleiche? Ich glaube, das ist eine andere. Doch, hier war ich schon mal. Da bin ich doch hergekommen, als ich am ersten Tag hier war. Da bin ich hier lang gefahren. Jetzt weiß ich, wo es lang geht. An der Kirche dann rechts. So, das ist ganz schön gut. So, wo kommt die Kirche? Da ist keine Kirche. Ah, da vorne kommt die Kirche. Die Kirche. Ach nee, schon wieder die Mauer, ey. Oh, jetzt hat er schon angefangen, selber zu nehmen. Das ist ja toll. Vielleicht darf ich dann was anderes machen. Oh, jetzt ist mein Parkplatz belegt. Ja, ordentlich reingeklotzt hier. Ach, der ist ja schon. Warum geht denn das bei dem so schnell? Herr Gumbich!
Ja, Gumpitsch. Gumbitsch, hallo. Ja, hallo. Sie sind ja ganz schön fleißig. Ja, doch, doch. Aber sagen Sie mal, ich habe da hinten, ich habe keine Mach Ahnung, mal wo den das war. Motor raus. Ja, machen Sie mal. Ja. Ich habe da hinten irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das war. Das ist alles irgendwie für mich Neuland. Ja. Da habe ich so einen Bauernhof gesehen, der macht wohl das gleiche wie Sie. Er hat auch so Milchzeug da stehen, so für die Kälber und so. Und so eine Melkmaschine. Sind die Höfe hier eigentlich zu verkaufen? Natürlich, ja. Also, einige Höfe sind noch nicht besiedelt, Ja. momentan. Oder nicht mehr. Ja, warum? Für die hat sich's nicht mehr rentiert. Oh, das ist aber dann doof, wenn man da einsteigen will, dann Ja, ganz. also die haben halt auch nur zwei Kühe oder so gehabt. Einige. Also so ganz kleine Betriebe. Ja. Okay. Für die jetzt, die haben dann aber schon fast nur mehr Verluste gemacht. Ja, das Zwei ist Kühen. logisch. Jo. Okay. Gut, hätten Sie noch Arbeit für mich? Ja, sie wollen weitermähen oder so. Ja, wenn es sein muss. Ich würde vielleicht gerne beim Händler noch so ein Mähwerk holen. Wie, nochmal so eins? Ja, und für hinten. Vielleicht. Für hinten gibt's sowas auch, okay. Ja. Ja, muss ich mal. Vielleicht fahre ich mal rüber zum Händler, mal schauen. Ja, dann fange ich hier einfach mal an und dann gucken wir weiter. Wenn das für Sie in Ordnung ist. Ja, also und dann, wenn Sie hier fertig hätten, könnten Sie hier drüben weitermachen. Ja, okay. Ja. Ja, also Vielleicht ich sind sie helfe dann ja dann. schon da mit dem anderen Mähwerk. Ja, ich komme jetzt mit dem anderen Mähwerk noch. Jo. Gut, dann bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Jetzt hat er wieder so einen komischen Gang drin. So links, rechts gefahren. Vielleicht kann ich das auch. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, ob das geht. Jetzt geht hier wieder nichts. Oh, das war knapp vorm Bach.
ist ein bisschen schwieriger. Oh! Falschen Knopf gedrückt. Guck mal, ich mache das Teil nicht kaputt, wenn ich das immer über den Boden ziehe. Lässt mich die ganze blöde Arbeit machen, ey. Also ich frag den mal nach einem Stundenlohn. Oder nach so einem Tageslohn. Das wäre doch mal eine Idee. Kann ich mir hier ein bisschen was dazu verdienen. Dann wäre der Urlaub nicht ganz umsonst. Also dann hätte ich sogar den Urlaub vielleicht wieder irgendwann raus. Ich weiß gar nicht, weshalb man so viel Wiese braucht als Bauer. Das da drüben hat er gesagt, soll ich auch noch mähen. Bock haben, Bock habe ich eigentlich keinen.
Ich werde ihn tatsächlich gleich mal noch fragen, ob ich Geld für den Job kriege. Aber mir da ein bisschen was an Geld gibt. Wenn es nur 2000 sind, oder ein paar hundert. Der ganz da hinten, was macht denn der da? Für den Divisor auch noch. Der muss eigentlich Kohle haben ohne Ende. Gut, jetzt habe ich aber dann keine Lust mehr hier noch weiter. Ich sehe gar nur noch Gras, ey. Herr Gumbich! Ja! Gumbitsch! Gumbitsch! Ja! Ja! Ich habe keine Lust mehr. Oh, ist ganz schön anstrengend, die Arbeit. Ja, klar, Mann. Also mal mit einem was Großem fahren. Oh, dem Großen hier, mit dem Profi. Kann ich das? Ja, also setzen Sie sich mal ran. Ich würde sagen, das probieren wir später. Wenn Sie nicht hier. Die Bedienung ist komplett die gleiche, die Armlehne, alles gleich. Ja, das stimmt. Ja. Ich würde sagen, das probiere ich später dann mal aus. Jo. Jetzt? Jetzt mache ich erstmal ein bisschen Päuschen. Jo. Gut, bis dann. Gut, ich auch, ne? Jo, tschüss. Bis dann. Tschüss. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Ich soll nächstes Mal dieses Teil hier fahren. Schauen wir mal, ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.